Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und mein heutiger Gast, der war so verrückt, ein Restaurant mitten im Lockdown zu eröffnen. Es ist Arne Anker, er hat das Brixi in Berlin aufgemacht. Hallo Arne. Hi Kersten, hi. Vielen ist er noch bekannt als Küchenchef des Pauli-Saals. Ein Stern hat er damit in Berlin erreicht. Was jetzt hier im Brix passiert, ist ein bisschen was anderes. Das ist viel mehr casual. Es ist ein knackig kurzes Viergangmenü statt einem langen mit 6 oder 8 Gängen. Auch stilistisch gibt es ein paar Veränderungen, über die wollen wir reden in dieser Folge. Arne, ein optisches Erkennungsmerkmal hattest du im Pauli-Saal auf deinen Tellern immer einen kleinen Anker, ob in Gelform oder aus irgendwas, auf jeden Fall in dieser Form irgendwie auf den Teller gebracht. Hier gar nichts dergleichen. Keine Praline, die aussieht wie ein Stein, kein was weiß ich, irgendwas. Also Bricks steht ja für Stein, deswegen der Hinweis des Steins. Nur am Ende die Schatulle, wo die Rechnung drin ist, ist ein Ziegelstein. Ist die Zeit für solche Spielereien vorbei? Die Zeit für solche Spielereien so halb und halb. Also wir gucken natürlich, unsere Abläufe zu optimieren, unsere Gegebenheiten in der Küche anzupassen, immer wieder Equipment nachzukaufen und zu gucken, wo können wir kulinarische Reise natürlich antreten. Wir sind natürlich gerade auch im Hintergrund dabei, es wird irgendwann ein Signature geben, auch im Petitfood-Bereich. Das ist dann eine Brix Praline, die auch belabelt ist. Da sind wir gerade dabei, das zu entwickeln. Also solche Spielereien werden natürlich immer wieder kommen, weil es natürlich auch Spaß macht, mit Lebensmitteln zu arbeiten, die schön anzurichten und auch was Outstanding irgendwo rüberzubringen. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Okay, aber ein bisschen natürlicher und ein bisschen, ich sag mal, weniger so gekünstelt ist es schon von der ganzen Küche her. Auf jeden Fall. Also wir wollen eine ehrliche Küche fahren. Bei uns gibt es ganz klar einen Viergang, 2 Amesbusch vorneweg, einen ganz klassischen Brotgang zwischendrin. Also wir zelebrieren das Brot ein bisschen, weil da auch handwerklich Arbeit dabei ist und nicht so wie in anderen Restaurants einfach ein Brotkorb auf den Tisch gestellt werden soll. Und hinten dran nochmal 2 Petitfours. Und dann soll es einfach kurz, knackig durch. Dieses lange im Restaurant sitzen gerne. Man soll sich wohlfühlen. Man soll ein Gläschen Wein trinken. Man kann auch gerne eine Flasche oder 2 trinken. Aber das Essen muss für mich immer kurz und knapp sein. 2 Stunden soll es eigentlich fertig sein. Oder alternativ, dann kann man eben entweder noch sitzen bleiben oder alternativ noch was anderes unternehmen. Genau. Was ja hier in Berlin sicherlich auch der ein oder andere gerne macht. Das spricht wahrscheinlich dann auch jüngere Leute eher an. Denke ich mal, die vielleicht noch den Samstagabend irgendwo anders in einer Bar oder sonst was weitergestalten wollen. Klar, ich meine, in Berlin hast du natürlich die Vielfalt von dem, was du tun kannst, ob das Theater, Kino, Museen sind, das ist natürlich die Vielfalt hier. So, und wir waren natürlich klar, wir machen jetzt um 18 Uhr auf, da kommt das erste Sitting, zweites Sitting 19, 20, 21 Uhr und somit haben wir natürlich die Möglichkeit, die um 18 Uhr kommen, können trotzdem dann um 21 Uhr immer noch in die Spätvorstellung ins Theater gehen. Ja, oder die um 20 Uhr aus der Vorstellung vom Theater rauskommen, können trotzdem dann noch um 21 Uhr zu uns kommen und sind trotzdem nicht bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts am Essen. Du hast mir gestern, als ich hier war, beim Essen gesagt, wie viele Gerichte du schon in den wenigen Wochen, wo das Restaurant ganz normal geöffnet hat, entwickelt oder nicht entwickelt, aber zumindest in der Karte hattest. Sagst du mir die Zahl bitte nochmal? Ich glaube 60, 70 verschiedene Menüs um den Dreh. Also wir haben ja damals im Lockdown angefangen und haben wöchentlich wechselnde Menüs gemacht über die 7 Monate Lockdown-Zeit. Als Takeaway, genau. Und haben jetzt natürlich so ein bisschen umgesprungen und sagen, wir machen täglich wechselnde Menüs. Das heißt, bei uns ist ganz klar, 1.6. haben wir, glaube ich, aufgemacht. Und haben dann jeden Tag das Menü geändert. So wie es natürlich die Verfügbarkeit der Lebensmittel vom Lieferanten, wir können halbe Tiere abnehmen, wir können die Keule zuarbeiten, danach den Rücken, nächsten Tag den Bauch im Amesbusch, dass du wirklich für dich selber flexibel bist, der Lebensmittel gegenüber, um das beste Ergebnis irgendwo rauszuholen. Also es sind wirklich komplett andere Gerichte oder ist es auch mal mehr, dass mal vielleicht nur 1, 2 Sachen ausgetauscht sind vom Gemüse oder vom Stück Fleisch, Rücken? Also Keule oder so. Also die Grundidee ist so ein bisschen, dass du jeden Tag 50% Mise en Place zu tun hast. Das heißt, wir wollen gucken, dass wir mit Bauern und Fleischern, Fischern zusammenarbeiten, die ganz klar sagen, ich bringe euch 3 Blumenkohl, die sind perfekt. Mit diesen 3 Blumenkohl zum Beispiel entscheiden wir machen Püree draus. Davon brauchen wir aber 2 und hätten dann dementsprechend von 2 Blumenkohl Püree über. Wir wissen aber, wenn wir 30 Gäste am Abend schicken, dass wir natürlich vielleicht nur die Hälfte an Püree brauchen. Wir brauchen aber diese 2 Blumenkohlköpfe, um ein vernünftiges Püree herzustellen. Ja, das heißt, wir gucken da wirklich, wir produzieren nach Qualität. Was macht Sinn, in einer gewissen Qualität der Speisen zu produzieren?
Also das heißt, es gibt schon eine längerfristige Planung über die Woche, wo du weißt, dieses Gericht, das, da habe ich so und so viele Portionen davon, das reicht jetzt einmal von Dienstag bis Donnerstag und Freitag, Samstag muss dann was anderes sein. Oder, nein, eigentlich gar nicht. Mhm. Eigentlich genau das Gegenteil, sondern dieses Blumenkohlpüree zum Beispiel, was wir dann über haben, das sitzen wir uns abends zusammen und dann sagen, okay, wir haben jetzt noch 2 Spritzbeutel über, ja, ca. 300 Gramm, was machen wir morgen damit? Machen wir einen Mousse drauf, setzen wir das ins Amüsbusch rein, gehen wir damit ins Dessert, sodass wir für uns immer kreativ an dem Schaffensprozess bleiben. Okay, also es ist ein täglicher kreativer Prozess, genau. Und nicht so der, wie man es klassischer kennt, es kommt dann und dann ein neues Menü oder ein neues Gericht ins Menü rein und davor ist halt eine bestimmte Entwicklungsphase. Nein, also es gibt bei uns, die Entwicklungsphase fängt bei uns am Abend vorher an, wo wir ganz klar besprechen, okay, was haben wir für Lebensmittel da, was haben wir noch produziert da von dem Tag und was produzieren wir morgen, was können wir morgen bestellen, beziehungsweise was kommt für Ware morgen. Das kann ja auch sein, dass der Bauer vorbeikommt mit Erdbeeren und 2 Drittel der Erdbeeren sind nicht ganz so schön. Ja, das heißt, dann können wir natürlich für uns selber entscheiden, wir ändern das Menü um und machen dann eine Erdbeer-Gaspacho draus oder einen Erdbeerschaum draus oder ein Eis draus, statt die Erdbeeren auf den Teller zu legen. Mhm. Ja, das heißt, für uns die Kreativität und Flexibilität mit Lebensmitteln umzugeben, ist zu 100% gegeben. Was ist das Reizvolle daran, so zu arbeiten? Das Reizvolle für uns ist ganz klar, wir gehen eigentlich back to the roots. Also die Frage war ja immer, warum lernt man selber Koch oder diesen Beruf Gastronom, Koch oder Kellner oder auch Sommelier? Wir wollen nicht in die Planwirtschaft reingehen und sagen, wir machen jetzt 10 Wochen Rinderfilet, ja, und für uns sterben mal 50 Kühe in diesen 10 Wochen. Sondern wir wollen ganz klar rangehen und sagen, okay, der Metzger hat ein geiles Produkt, es ist ein halbes Lamm, wir nehmen das halbe Lamm ab und verarbeiten dann genau nach der Qualität der Lebensmittel. Und für uns ist es natürlich wichtig, da diese Kreativität, warum man eigentlich diesen Beruf ausübt oder ausüben möchte, mit Lebensmitteln kreativ zu sein, das wieder für uns zurückzuholen. Ist das anstrengender, so zu arbeiten, oder ist es am Ende gar nicht so viel anstrengender, weil die Prozesse viel kürzer sind und es viel direkter ist? Es ist, ja, aber das ist eine echt schwierige Frage, weil am Anfang war es echt kompliziert. Mhm. Wir haben es damals schon im Lockdown gemerkt, irgendwo ein wöchentlich wechselndes Menü zu machen, die Fotos eine Woche vorher zu machen, das Menü 1,5 Wochen vorher zu schreiben, damit wir die Ware dran haben, das Menü eine Woche durchzuziehen. Das war für uns schon eine große Herausforderung, weil wir durch den Lockdown natürlich gemerkt haben, die Qualitäten und die Zulieferer waren nicht so gegeben, wie sie hätten sein sollen. Klar, jeder hat natürlich runtergefahren. Und jetzt natürlich in der ersten Phase, in den ersten 2-3 Wochen vom Restaurant hat man ganz klar gemerkt, okay, wir haben die Idee vom Takeaway übernommen, umgebaut in dieses täglich Wechseln der Speisen ab Juni und haben dann gemerkt, okay, die erste Woche kompliziert, schwierig, wie sind die Arbeitsabläufe, was müssen wir optimieren, wie können wir die Produktion anpassen, wie können wir die Qualitäten anpassen. Und jetzt so nach der 5., 6., 7. Woche merken wir eigentlich erst, okay, das nimmt dann doch ein bisschen mehr Fahrt auf. Die Jungs haben kreativ den kompletten Freilauf, also sie können da wirklich auch gestalten und mitgestalten und sollen sie auch mitgestalten, weil sie sind Teil davon. Mhm. Und nur zu dritt im Team kannst du das so irgendwo bewerkstelligen. Alleine schaffst du das nicht, sondern nur das Teamwork macht das. Mhm. Und mit einem überschaubaren Team, mit 3 Leuten, ist es wahrscheinlich auch, es kommt wahrscheinlich auch dazu, dass es da möglich ist, weil wenn du jetzt mit 6, 7, 8, 9 Leuten hast, die ja noch auf unterschiedlichen Qualifikationslevels sind, kannst du es ja auch gar nicht so wahrscheinlich machen. Nein, das ist natürlich der Vorteil bei unserer Küche. Unsere Küche hat 14 Quadratmeter. Ja. Wir machen alles selber. Leute gehen da auch gar nicht rein. Ne? Mehr Leute gehen gar nicht rein, ja. Also wenn wir dann einen 5. oder einen 3., 4. irgendwo noch mit in der Küche stehen haben oder auch mal jemand vom Service, Sabine kommt dann mit in der Küche, weil sie die Teller mit rausträgt, das merkt man dann schon, dass es eng wird. Dementsprechend ist es mit 3 Leuten wie ich kurz vor knapp. Wir spülen selber und das sind natürlich für uns ganz kurze Wege. Ja, wir haben ganz klar Normen in der Küche, der eher aufs klassische Französische so ein bisschen eingestellt ist. Pâté Frut oder auch ein klassisches Kartoffelpüree oder auch Madeleines, die ja echt gigantisch backen kann. Und dann haben wir Patrick, der so ein bisschen experimentell in die asiatische, indonesische Richtung eher tendiert. Und ich bin da meistens so das i-Tüpfelchen oben drauf, wo ich sage, naja, ist gut,
aber lass uns doch nochmal in die Richtung gehen. Lass uns das nochmal in die Richtung entdecken. Und das ist natürlich bei uns ganz klar kurze Wege. Wir stehen alle Rücken an Rücken. Wenn ich hinter Patrick stehe, kommt Norman nicht dran vorbei. Das heißt, wir müssen wie ich aus dem Weg gehen und dementsprechend kannst du natürlich auch ganz kurze Wege in der Absprache treffen. Wie machen wir den Matjes? Wie machen wir das Stubenküken oder die Ferse? Können wir den Lammbauch ins Amis machen? Wie ist die Qualität, wenn die Ware kommt? Und das ist natürlich für uns das Gigalste oder das Beste, was es gibt. Klar, wenn man klassisch arbeitet, man hat ein Menü, das eine lange Zeit durchläuft, da ist so für so kreative Einfälle nicht so viel Raum, beziehungsweise nur zu einem bestimmten Zeitpunkt ist dafür Raum, nämlich am Anfang, wenn das Menü entwickelt wird. Wie ist denn das jetzt hier? Ihr überlegt das jeden Tag und so, aber es muss doch trotzdem irgendwas wie zumindest eine Art von Planung, denke ich mal, geben, was man an Lebensmitteln braucht und an solchen Sachen. Und dann muss man vielleicht man denkt auch schon mal ein bisschen über das, was danach kommt. Oder müsstest du mir als Laien noch mal ein bisschen genauer. Ja, also das ist natürlich schwierig zu verstehen, wenn man in diesen Prozessen nicht mit drin steckt. Ja. Also wir haben natürlich die Bestellung aufgeteilt. Jeder in der Küche macht seinen Teil der Bestellung. Ich bin meistens für Fleisch zuständig, spreche mit dem Metzger ab, okay, was gibt es? Wir haben jetzt zum Beispiel gestern eine 16 Kilo Schweinekeule bekommen. So, diese Schweinekeule arbeiten wir jetzt zu und sagen, okay, wir können Sauerbraten draus machen, wir können was Kurzgebratenes draus machen, wir haben die Schwarte, wir können das als Chip im Zwischengang machen und so weiter und so fort. Und so hat natürlich jeder in der Küche seinen Part, was er an Bestellungen irgendwo durchzieht. Und im Endeffekt bestellen sie natürlich nach Verfügbarkeit und Qualität bei den Lieferanten. Ja, das heißt, sie rufen die Lieferanten an, sagen, okay, wie sehen die Erdbeeren aus, wie sind die Pfirsiche, wie ist die chinesische Keule, wie ist der Blumenkohl, habt ihr irgendwas Besonderes da, habt ihr ein Paket Steinpilze da? Natürlich auch, um der Wegwerfgesellschaft der Lebensmittel so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Dass wir nicht sagen, wir brauchen jetzt 6 Schalen Erdbeeren die nächsten 3 Wochen und wenn sie nicht gut sind, naja, dann brauchen wir trotzdem Erdbeeren, sondern wir können ganz klar sagen, okay, Erdbeeren hast du, sind in der Top-Qualität, super, nehmen wir ab, kaufen dann 2-3 Kilo und können dann natürlich anhand unseres Systems sagen, die ersten Erdbeeren packen wir heute auf den Teller, die zweiten Erdbeeren kommen morgen auf den Teller und können dann aber trotzdem die Entwicklung gehen und sagen, okay, alte Garme tun, einmachen, fermentieren, einen Rumtopf einlegen. Das ist natürlich die Kreativität, die wir da natürlich rausführen, um dann später im Jahr das wieder rauszunehmen. Ich glaube, du hattest gestern Kürbis. Ja, Kürbis im Hauptgang. Es ist dann natürlich auch im Sommer Kürbis, denkt man sich auch. Ja, okay, das ist zum Beispiel ein Produkt. Wir haben Kürbis im Winter vom Bauern bekommen, haben den abgenommen, durch das Takeaway nicht zu viele Boxen verkauft oder weniger Boxen verkauft, als geplant waren und haben dann natürlich gesagt, okay, wir fangen an, diesen Kürbis einzumachen oder zu fermentieren. Und 6 Monate später landet der dann wieder auf der Karte. Und so schaffen wir diesen kreativen Prozess für uns. Du bist ja aus dem Pauli-Saal weg, da war von Corona noch keine Rede, das war im Frühjahr 2019 ja. Und hast dann wahrscheinlich angefangen zu überlegen, was mache ich, was will ich, wo könnte es mit einer Selbstständigkeit hingehen oder wie ist das, was hast du in der Zeit gemacht? Genau, also es war damals eigentlich so, dass ich aus dem Pauli-Saal ausgeschieden bin, schon mit dem Plan, Anfang 2020 mein eigenes Restaurant aufzumachen. Das ist dann gescheitert. Das war klar, dass das nicht so richtig geht. Das hat man Nein, das ist aufgrund nicht von Corona gescheitert, sondern so. Aufgrund von Verhandlungen mit Gebäuden gescheitert, die dann doch kurzfristig noch abgesagt haben, sich für einen anderen entschieden haben, der das ganze Gebäude genommen hat. Was auch okay, das ist alles akzeptabel, weil das Leben läuft so und fällt so, wie es fallen soll. Man hat mir dann irgendwo ganz bewusst diese Auszeit genommen, um alles mal, was auch in diesen letzten Jahren im Pauli-Saal und davor irgendwo passiert ist, doch für mich selber zu reflektieren. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, weil wir haben im Pauli-Saal natürlich schon doch eine große Marschroute irgendwo an den Tag gelegt, mit 70, 80 Gästen am Abend, 14 Leute in der Küche. Die Bewertungen waren dementsprechend mit Koch des Jahres, mit Aufsteiger des Jahres, ein Stern unter den besten 50 Küchenchefs. Und das ist natürlich in 4 Jahren rasant gewachsen. So, und da hast du natürlich keine Zeit, irgendwo drüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich gerade. Ja. Und diese Zeit habe ich für mich genommen und habe gesagt, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann ich für mich selber irgendwo rausnehmen, dass ich es in der Zukunft verändere oder vielleicht verbessere oder direkt streiche, weil es einfach nicht gut war. Ja, und das ist so ein bisschen dann 2019 passiert, wo ich aber Ende 2019 auch wieder einen Gastronomen kennengelernt habe, wo es eigentlich um große Projekte irgendwo in der Gastronomie ging, in Süddeutschland, wo man auch im ersten Lockdown gewisse Sachen dann im Hintergrund erarbeitet hat, besprochen hat,
in Plänen irgendwo mit drin war. Aber natürlich aus der Ferne Berlin, Süddeutschland im ersten Lockdown natürlich auch nicht so direkt irgendwo vor Ort sein konnte. Wo es dann aber auch von einem Tag auf den anderen keinen Kontakt großartig mehr gab und man sich dann natürlich auch nicht dafür entschieden hat, das weiter mit mir zu machen. Das heißt, man hat irgendwo 2-3 Monate im Hintergrund was gemacht und dann war dann einfach von heute auf morgen weg. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe für mich, okay, Gastronomie ist echt, Entschuldigung, das Wort jetzt ist echt scheiße. Ja, das passt für mich nicht mehr in die Zeit und ich mache das nicht mehr. Und war wirklich eigentlich kurz davor zu sagen, ich höre auf damit. Aber auch diesen ganzen emotionalen Kram, Lockdown 1, dieses sag ich mal, hinterhältige Ausnutzen, das kann so einfach nicht gut sein für die Zukunft. Mhm. Und habe dann aber auch ganz viel mit meinem jetzigen Team irgendwo gesprochen, mit meinen Freunden gesprochen. Was kannst du irgendwo für dich selber da irgendwo verändern? Ja, und haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, komm, scheißegal, ja, wenn dann Selbstständigkeit, dann jetzt. Und das ist so ein bisschen dann im ersten Lockdown entstanden, wo wir gesagt haben, okay, also wenn wir was machen, dann jetzt. Wir wissen, dass ein 2. Lockdown kommen wird, aber wir wollen einfach für uns das positive Signal senden in die Jugend rein, in die Gastronomie rein, dass wenn du einen Traum hast, arbeite da dran, du fliegst immer auf die Nase. Es geht nur darum, wie oft stehst du wirklich auf, um deinen eigenen Traum zu verwirklichen. Und so ist es alles irgendwo entstanden und gewachsen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist gar nicht das Ergebnis von monatelanger Konzeptarbeit, sondern obwohl du doch eine ganze Weile sozusagen nicht auf der Bildfläche warst, sondern es ist dann relativ schnell entstanden, oder? Naja, also so ein Grundkonzept war ja schon immer da. Mhm. Ja, also es war ja schon immer die Idee, da ein Restaurant zu machen. Okay, welche Mitarbeiter möchtest du gerne haben? Welche Wunsch-Sommelierin, Wunsch-Restaurantleiterin möchtest du haben? Welche Jungs möchtest du in der Küche haben? So hat man sich natürlich trotzdem irgendwo rangefunden, auch die letzten Jahre. Und hat sich dann natürlich das Konzept so ein bisschen Stück für Stück irgendwo erarbeitet, wo man dann gesagt hat, okay, dieses Konzept, was eigentlich 2020 hätte starten sollen, ist 50% von dem, was wir eigentlich jetzt machen. Ja, also wir machen es viel mehr casual, viel mehr freier, viel mehr sympathischer und viel mehr Identität Bricks als vorher. Vorher wäre es eher ein bisschen steifer geworden, ein bisschen vielleicht elitärer geworden, vielleicht ein bisschen organisierter mehr. Hier ist es halt wirklich, wir wollen Spaß haben an der Kulinarik. Und geschmacklich muss das dann am Ende gar kein großer Unterschied sein? Nee, geschmacklich muss das überhaupt gar kein großer Unterschied sein. Aber das ist, wie du am Anfang sagtest, ja, ob dann dieser Gelee-Anker drauf ist oder nicht drauf ist. Das spielt in dem Sinne keine Rolle. Ja. Genau, das spielt in dem Sinne keine Rolle. Wir gucken natürlich aber in Zukunft, dass wir natürlich solche Gimmicks natürlich nach wie vor immer wieder mal mit einbauen. Aber wenn wir jetzt natürlich im täglich wechselnden Gericht immer ein Anker-Gelee mit drin hätten, beim Viergang, ist ja natürlich auch so eine Sache, muss das sein? Mal wird es mit Sicherheit kommen. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen großen Anker einfach als Dessert, wer weiß. Kleiner Themencut, man ist ja hier in Berlin, alles ist hip und so weiter und so fort. Wenn Grünkohl entsaftet wird, was geht dann in dir vor? Oh Gott, es ist, was geht da in mir vor, wenn Grünkohl entsaftet wird? Ja, viel Spaß, sage ich dazu einfach nur. Weil ich frage deswegen, du bist doch wahrscheinlich, kommst ja ein bisschen Heide geboren, ne? Ja. Das ist ja ein Grünkohlgebiet in Deutschland, deswegen die Frage, oder generell Kohlgebiet. Ne? Ja, in Dithmarschen geboren ist ja Dithmarscher Kohlkopf bin ich, ja. Super, dass du das sagst, toll. Mir geht der Geist durch den Kopf. Also auch wenn jemand Grünkohl und Saft hat, das haben wir selber schon gemacht, auch in der Vergangenheit und werden wir mit Sicherheit auch hier in einigen Gerichten machen. Wichtig ist, dass der Kohl dann halt noch schmeckt. Ja, also es bringt nichts, den Grünkohl zu entsaften und was Hipstermäßiges draus zu machen mit irgendwelchen Schirmchen und Gelees, was dann nach Zitrone schmeckt. Nein. Mach es, geil, aber dann mach es, dass es nach Grünkohl schmeckt, bitte. Aber erstaunlich ist mal, wie solche Produkte, die du aus deiner Kindheit natürlich ganz anders kennst, auf einmal Superfoods werden. Ne? Ja, ich finde es aber toll, weil ich bin ein Grünkohl-Fan. Nicht so wie meine Mutter das kocht. Ja, ich weiß, Entschuldigung, Mama. Meine Mama kocht das dann gerne mal so 1, 2, 3 Stunden lang, dass es so schön katzengrau ist. Schmeckt auch, natürlich.
Ich mag es doch dann eher, dass es halt ganz kurz durch die Pfanne gezogen ist, vor dem ersten Frost noch, dass du halt wirklich diesen Kohlgeschmack drin hast. Die Frage sollte eigentlich ein bisschen die Brücke zu deinem Werdegang sozusagen sein. Ja, ich hab das gut im Shift, oder? Ja, am Anfang bist du im Schleswig-Holsteinischen sozusagen beruflich unterwegs gewesen. Und dann war die erste Station hier in Berlin im First Floor. Genau. Das es nicht mehr gibt, das Restaurant. Matthias Dieter war damals der Küchenchef da, ne? Ja. In der Zeit. Und hat, glaube ich, da auch schon so ein bisschen angefangen, die Küche zu modernisieren, so in dem Zeitraum, wo du da warst. Ne? Ja, ist richtig, ja. Wie ging das da so los in der? Ich kenne ja Matthias ein bisschen länger. Mit Matthias habe ich ja damals auch im Töpferhaus zusammengearbeitet. Ach so, okay, ja. Und bin ja mit ihm zusammen ins First Floor gekommen. Und da ging es eigentlich schon darum, okay, wie können wir Produkte... Töpferhaus ist in Schleswig-Holstein, Alt-Duvenstedt gibt es so nicht mehr ganz so auf der Gourmet-Schiene, wie es früher mal war. Ich weiß gar nicht, haben die eigentlich noch? Ich glaube nicht, ne? Also bei uns sind sie weit verschwunden aus der Rangliste. Ja, stimmt. Es war erst Dirk Luther, Götz Rotacker und dann war es Matthias Sieter und dann, glaube ich, nichts mehr stimmt. Entschuldigung, ich schweife ab in der Vergangenheit. Da ging es ja aber damals schon bei Matthias im Töpferhaus in Alt-Duvenstedt und gerade auch nach Berlin. Wie können wir Gerichte neu irgendwo erfinden oder wie können wir Produkte irgendwo neu erfinden? Wir hatten ein Signature-Gericht bei Matthias Dieter, das war die Taube mit der Petersilienfarce. Die gab es immer wieder mal im Gericht. Oder das Beef Rossini, was dann immer mal wieder kam. Aber auch da gab es schon die Idee, okay, was können wir mit Bauern irgendwo aufziehen? Was gibt es für Lieferanten irgendwo in der Gegend? Was gibt es für einzigartige Geschmäcker irgendwo in der Gegend? Um dann natürlich die Entwicklung dort schon natürlich vor, was haben wir jetzt, 2021? Ja, das ist jetzt 10 Jahre her ungefähr. Ja, knapp 10 Jahre, ja. Wenn du dir diese Entwicklung anguckst, die diese Arbeit genommen hat, auch für die Köche, das ist ja eigentlich Wahnsinn, was in dem Bereich passiert. Das waren ja damals so mit die ersten, wenn nicht ersten Anfänge, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es war trotzdem auf jeden Fall nicht auf dem Level, wo das heute praktisch zum Standard ja fast gehört. Nee, das waren die ersten Schritte, gerade auch mit Michael Hoffmann im Magot, ja, der natürlich ein ganz, ganz großer Vorreiter war in der Zeit. Aber man sieht es natürlich auch bei Matthias jetzt, ne? Der ist natürlich dann 2015, glaube ich, aus dem First Floor gegangen und ist nach Estland, Italien ausgewandert, hat jetzt sein eigenes Restaurant und zelebriert halt genau das, wo er die Grundsteine hier in Berlin 2010, 2011 gelegt hat. Ja, also auch diese ganze Thematik, Regionalität, Bauern, Qualität der Produkte, Vielfalt der Produkte auch, die natürlich die regionalen Produzenten haben, das waren natürlich die Grundsteine und davon zählt natürlich jetzt gerade in der Gastronomie ganz, ganz viele. Im wahrsten Sinne des Wortes, man muss auch da sehen und ernten, wie in der Landwirtschaft auch. Ne? Ja, genau. Ja, es ist so, die Absprachen, die du vor Jahren getroffen hast, in was angebaut wird, das ist eigentlich so das, was wir jetzt zur Verfügung haben. Dann gingst du nach Belgien und bzw. nach Holland zu Sergio Herrmann. Das war ja damals auch ein extrem einflussreicher Koch. Zumindest, ich sag mal, in der Köcheszene, so in Deutschland bei den Gästen vielleicht nicht ganz so bekannt, wie ihm eigentlich vielleicht gebühren würde, möchte ich mal so sagen. Ist ja doch eher mehr so Insider ein Begriff. Aber unter Köchen, glaube ich, sehr, sehr einflussreich gewesen in der Zeit. Heute gibt es noch das The Jane als aus seinem Erbe sozusagen, was das so ein bisschen fortführt. Und das unglaubliche Maschinen ja gewesen, die Restaurants, mit mittags und abends und unfassbar viel Zeug einfach, denke ich mal. Ne? Ja, es war... Was war das für eine Zeit, frage ich erstmal so. Es war eine crazy Zeit. Mhm. Also das ist, ich würde den Schritt immer wieder tun. Ich bin immer noch mit Sergio und Nick befreundet. Wir schreiben immer noch ab und zu Nachrichten hin und her. Und das muss es auch sein. Auch wenn man sich 1-2 Jahre nicht hört, man ist in der Stadt, man sagt hallo, man trinkt einen Kaffee, man geht was essen und dann geht man auch wieder getrennte Wege. Also der Kontakt ist immer noch da. Was das Schöne ist, aber das ist das Interessante ist eigentlich, was man da unten lernt, eine Vielfalt der Produkte und was ist eigentlich wirklich kulinarisch möglich in einer begrenzten Zeit, weil der Tag hat nur 24 Stunden.
Und 24 Stunden kannst du nicht. Ich habe aber das Gefühl, der wurde da so sehr ausgedehnt, jedenfalls. Ja. Also man hat daran stark gearbeitet, dass der Tag doch 25 Stunden hat. Ja, manchmal auch 26, es ging dann schon. Du lernst halt einfach Geschwindigkeit, Organisation, weil nur wenn du gut organisiert bist und deine Lieferanten im Griff hast, dass sie zu der gewissen Zeit, wann sie ja auch hätten kommen sollen, auch kommen mit der Qualität, kannst du natürlich auch abends abliefern, das, was du abliefern solltest, oder auch mittags abliefern. Ich meine, wir haben morgens um 8 Uhr angefangen und um 12 Uhr ging der Mittagsservice los. Ja. Ja, das sind 4 Stunden, wo du das ganze Mise-en-Plasma für den halben Tag machen musst. Und zwischen mittags und abends geben sich die Gäste ja praktisch da die Klinke in die Hand. Also habe ich das jedenfalls, ich war nur einmal jetzt vor 3 Jahren in The Jane und so habe ich das da jedenfalls erlebt. Ja, die letzten wurden gerade so rausgekehrt und dann kamen wir schon, weil wir den ersten Tisch sozusagen hatten. Genau, das ist dann noch einmal vielleicht kurz das Restaurant saugen und wischen, neu eindecken, 10 Minuten Personal essen und dann geht es halt natürlich auch schon weiter. Ja, also es ist dann ein komplett fließender Übergang, was aber in der Küche auch okay ist, weil wir hatten ja verschiedene Posten. So, das heißt, der Gardemanger ist dann natürlich auch irgendwann fertig, sobald es zu den Zwischengängen, Hauptgängen geht und konnte sich dann natürlich schon wieder darauf stürzen, entweder ein bisschen Mise-en-Place zu machen und natürlich der Patisserie so weit zu helfen, dass die nachher nicht ganz so lange brauchen. Ja. Also das Holzhus, weiß ich gar nicht, wie viele Plätze das hatte, aber das The Jane ist ja auch relativ groß von der Anzahl der Plätze her. Sowas gibt es ja auf dem Level mit der Größe in Deutschland eigentlich fast gar nicht, wenn überhaupt noch das Tantris vielleicht, also in früheren Zeiten, ist ja auch, ja, genau, also auch nicht mehr ganz so auf der Skalierung letztendlich. Nee, überhaupt gar nicht. Also wir hatten im Hotzleus waren es 40 Gäste mittags, 40 so. Gäste abends, das kann mal 42 sein, ja. Klar, aber eigentlich um den Schnitt immer 40 mittags, 40 abends, 3 Monate im Voraus ausgebucht. Und in The Jane weiß ich noch, da war es am Anfang 60 mittags, 70 abends und dann haben sie es, glaube ich, hochgeschraubt auf 70 bis 80 mittags und 70 bis 80 abends. Plus natürlich irgendwo die Bar noch hinten dran. Da gibt es in Berlin oder auch in Deutschland eine Handvoll Restaurants, die da irgendwo mithalten können, auf dem Niveau das zu machen. Das ist, wie du sagtest, Hans Haas. Ja. Ganz klar, das ist oder ehemalig Hans Haas. Ja. Im Tantris natürlich ganz, ganz weit oben. Wir im Pauli-Saal haben es immer versucht, irgendwo mit 70, 80 Gästen irgendwo ranzukommen. Die Qualität war natürlich nicht so wie in The Jane. Klar, es stand auch kein Sergio Hermann neben mir oder kein Nick Brill. Sondern die Gerichte kamen dann aus meiner Feder, dementsprechend war es ein bisschen weniger. Aber dann wird es halt auch schnell. Ich glaube, eins gibt es noch in Nordrhein-Westfalen. Le Mosionnet, glaube ich, noch. Ach so, ja, die haben auch mittags und abends, ja, aber ich glaube, die haben gar nicht so viele Plätze, ehrlich gesagt. Ich glaube 60. Weiß es gar nicht. Ich bin da dran und da ist bei mir eine kulinarische Bildungslücke an der Stelle, bin ich noch nie gewesen. Ja, also die machen natürlich auch viel. Ja, und dann wird es natürlich auch schon wieder eng. Ja, weil das natürlich auch eine Personalmaschine hinten dran ist. Ich glaube, in The Jane haben wir angefangen mit 8 Köchen in der Hauptküche und waren nachher, als ich gegangen bin, mit 18 oder 19 da. Ja, was ist der größte Unterschied zwischen so einer großen Maschinerie und so einem ja fast Manufakturbetrieb jetzt hier mit 3 Leuten? Der Unterschied ist ganz klar, du kommst hin in so ein Restaurant und weißt ganz genau, was du morgens zu tun hast. Du weißt ganz genau, was dein erster Arbeitsschritt ist, was dein zweiter ist, was der dritte ist. Und wenn du merkst, okay, ich habe um 9.05 Uhr nicht die Kartoffeln geschält, sondern es ist 9.10 Uhr, dann weißt du schon, dann wird es zum Mittagsservice eng. Ja. Ja, und hier ist es natürlich ganz klar so, der Punkt ist natürlich, das, was du gestern gegessen hast, ist natürlich eine Momentaufnahme. Ja, klar. Ja, weil wir natürlich. Geh jetzt mal davon aus, dass die sich in einer gewissen Art und Weise repräsentativ wahrziehen. Jein. Okay. Jein. Also, wie jede Momentaufnahme ist immer. Genau. Also, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was unsere Grundzutat irgendwo ist. Wenn wir natürlich wieder einen tollen Spargel bekommen. Dann lassen wir das Produkt einfach im Mittelpunkt stehen. Wenn wir jetzt von unseren Bauern, wir sind gerade dabei, so ein bisschen Kümmelwurzel anzubauen, wenn wir da natürlich eine schöne Kümmelwurzel kriegen, mit ein bisschen Grün obendran, dann kann das auch ein Hauptgang sein, wo die Kümmelwurzel so wie gegart ist, auf dem japanischen Grill kurz angegrillt ist und das Stück Fleisch daneben ist. Das hängt aber so ein bisschen ab von der Verfügbarkeit und dem Aufbau der Lieferanten, was wir momentan irgendwo drin. Wir werden noch ein bisschen reduzierter werden, aber für mich ist auch immer eine Vielfalt bei den Gerichten dabei oder soll es zumindest dabei sein, dass wenn du, so wie du gestern den Hauptgang gegessen hast mit Kürbis und Sauerbohnen, halt natürlich auch bei jedem Löffel so ein bisschen anderen Geschmack irgendwo noch mit dabei hast und sagen kannst, okay, jetzt passiert das in die Richtung, jetzt hast du den Geschmack eher ins Sambalige
Und beim nächsten Löffel hast du dann doch eher den Geschmack so ein bisschen in den Ananassalbei mit rein. Also das wird nach wie vor immer noch passieren. Allerdings fahren wir das natürlich Stück für Stück natürlich alles ein bisschen, sag ich mal, ins Normale rein. Nicht so extrem, wie es in Pauli-Saal war. Ja, das ist klar, dass es ein bisschen ein anderes Gesicht bekommen hat, aber den Hang oder die Vorliebe für zu überlegen, wie viele verschiedene Sachen setzt man ein, die ist dann vielleicht doch geblieben oder weiterhin da. Ja, und, nicht. Oder nicht? Ja, das ist. Und warum das für dich interessant ist. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Schaffensprozess bei uns in der Küche. Ja, wenn wir eine Stange Lauch kriegen und sagen, okay, wir nehmen die Wurzel vom Lauch, wir nehmen das Weiße vom Lauch und ein bisschen was vom Grünen, dann haben wir immer noch was Grüne oben vom Lauch über und sagen uns, wir wollen das Grüne vom Lauch nicht wegschmeißen. Also was machen wir damit? Ja, und ich glaube, so ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Deswegen kommt dir das vielleicht so vor, dass immer noch dass sehr, sehr viele Komponenten auf dem Teller drauf sind, was bei uns gar nicht eigentlich so ankommt. Ja, weil für uns ist es sagen, okay, was können wir mit dem, was wir sowieso von der Produktion über haben, was andere Leute wegschmeißen, dann trotzdem irgendwo noch aus dem Produkt rausnehmen. Vielleicht für dieses Menü, aber vielleicht auch für das Menü nachher. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht das kann ein Grund sein. Aber das kommt uns gar nicht so vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Gut, es ist, ich lasse mich natürlich von dem, was ich gestern gegessen habe, leiten, auch was ich jetzt bei Instagram oder so gesehen habe, natürlich. Und da ist man manchmal selber zu nah dran, um das vielleicht auch unter einem Strich zu ziehen, so wie ich das in etwas oberflächlicher Art und Weise natürlich als Beobachter. Da gebe ich dir mit Sicherheit recht, weil wenn wir in der Küche stehen, dann produzieren wir natürlich durch. Wir haben 3 Stunden Zeit oder 4 Stunden Zeit, das Mise en Place fertig zu machen und sagen dann natürlich, okay, ich habe jetzt noch die Frühlingswoche über, was machen wir damit? Gestern zum Beispiel im Amisbusch hatten wir Fenchel und haben dann von unserem Kräuterbauern Fenchelblüten genommen und die Jungs haben dann die Fenchelblüten aufs Amisbusch gepackt und haben es aber auf Reh drauf gemacht. Ich sage, warum macht ihr das auf dem Reh drauf? Warum machen wir das denn nicht auf dem Fenchel drauf? Und ach ja, stimmt. Ja, also das sind so, ich glaube, ganz einfache Schaffensprozesse, die wir in der Arbeit gar nicht so mitkriegen. Ja, klar, das ist immer so, aber das ist ja auch das, was ich im Podcast versuche, ein bisschen die kreativen Prozesse, die bei jedem da sind, offen zu legen, einfach weil das für mich jedenfalls das Interessante ist, warum kommt jemand auf Ideen, was treibt ihn so an und was sind seine Überlegungen? Also was ich ganz klar sagen kann, ist, wir hassen es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja. Also das ist ganz klar, das ist für uns ein Graus. Wir wollen wirklich versuchen, soweit es geht, alles irgendwo zu verarbeiten. Ob das dann in irgendwelchen Gerichten sind, ob das ins Einmachen sind oder ins Fermentieren geht oder auch einfach nur einen Essigauszug draus zu ziehen mit den Kräutern, die über sind. Und das nur so kann ich, das ist, ja, ich sag mal, so war es genau. Mhm. Da merkt man dann schon natürlich, dann entsteht viel aus dem tagtäglichen Tun. Natürlich mit das, was man so im Rucksack sozusagen an Erfahrungen und Ideen und Vorstellungen hat. Aber jetzt bist du ja auch der unternehmerische Teil hiervon und denkst natürlich wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Entwicklungsschritt. Hast du da konkrete Schritte so vor dir oder denkst du, man ist im Moment in der Lage, in der Situation aufgrund der Rückkommenphase nach dem Lockdown und diesen ganzen Erfahrungen, dass man wirklich sagen, man muss so Step by Step denken, dass man am besten gar nicht zu viel lange plant, zwar das Ziel oder die grobe Marschrichtung kennt, aber nicht zu genau plant, weil man am Ende flexibel reagieren muss. Auch da muss ich dir Jein sagen. Ja. Ne? Also natürlich, klar, also wir kommen aus dem Lockdown, wir haben im Lockdown gegründet, wir haben den Lockdown aber auch überlebt. Mhm. Ja, also ohne von Anfang an Überbrückungshilfe vom Staat zu bekommen, haben wir das geschafft, nur mit Takeaway-Boxen zu überleben. So, und haben dann natürlich gewusst... Was auch sehr beruhigend ist. Das, total. Für den Fall, dass es nochmal zu einem Lockdown kommt. Ja, ich glaube, jetzt wird sich die Zeit so ein bisschen ändern. Wird sich natürlich, klar. Ja, weil wenn es natürlich einen Lockdown gibt, haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit gehabt, schon Gäste irgendwo im Restaurant irgendwo zu beköstigen, die dann vielleicht natürlich auch unsere Boxen im 3., 4., 5. Lockdown, wer weiß, natürlich dann auch bestellen würden oder bekommen würden. Sondern für uns ganz klar, es war von Anfang an die ersten 7 Monate Lockdown ein Überlebenskampf. Nicht nur natürlich für mich, sondern auch für alle Angestellten, die natürlich hier sind. Wir müssen alle davon leben, wir müssen alle davon überleben.
Und haben es natürlich irgendwo erfolgreich geschafft. Jetzt ist es natürlich so, oh, Restauranteröffnung, was müssen wir nochmal investieren, dass wir natürlich die Restauranteröffnung vollständig verziehen können, ob das Weinkühlschränke sind, ob das Gläser sind, Geschirr ist, Küchenequipment, eine neue Kühlung. Und natürlich gibt es für uns intern einen Plan, wie wir natürlich auch was weiter gestalten können, welcher Step zuerst gemacht wird, so wie wir jetzt eine neue Kühlung gekauft haben für oben in der Küche, weil sie für uns praktischer ist und sein muss, wie es dann ein Tiefkühler irgendwo kommen wird als nächstes, wie natürlich das ein oder andere extra Gerät für Küche und Service natürlich kommen wird, vielleicht auch nochmal ein Weinkühlschrank und in einem Keller werden wir natürlich da noch zwei, drei Sachen machen. Das sind natürlich aber auch Sachen, die wir ganz klar abhängig machen. Okay, wie kommen die Reservierungen rein? Wie sehen die Umsätze aus? Wie können wir eigentlich die Anfangskurve, die wir hier aufgebaut haben, nicht nur halten oder nach unten bringen, sondern ganz im Gegenteil so ein bisschen nach oben bringen, dass wir dann natürlich auch mit einem gewissen Tagesumsatz und einer gewissen Gästezahl irgendwo am Tag auch in die Zukunft investieren können. Ja, der Plan ist es schon, auch irgendwo in den nächsten Jahren das Restaurant nochmal umzugestalten, die Bar nochmal umzustalten, vielleicht auch eine neue Küche irgendwo reinzugestalten. Aber das sind ganz klar Zukunftsmusik von den nächsten 2, 3, 4 Jahren, wo man natürlich grob gefasst hat, da wollen wir hin. Aber kurzes Set ist natürlich, okay, Equipment in der Küche, brauchen wir nochmal einen japanischen Grill, brauchen wir nochmal einen Tiefkühler, brauchen wir nochmal einen Weinkühlschrank, wo jeder natürlich gerne die Hand hebt und sagt, ich will. Und wir natürlich dann auch lose ziehen so ein bisschen in der Küche und im Service. Wer bekommt als erstes? Wer die günstigeren Wünsche hat, der ist klar im Vorteil. Die günstigeren sind immer gut. Nein, aber wo es natürlich auch ganz klar für uns geht, was ist am wichtigsten? Ja, was ist am wichtigsten? Brauchen wir nochmal einen dritten, vierten Weinkühlschrank gerade unten im Keller, um vielleicht doch nochmal die andere, ein oder andere Flasche Bordeaux vielleicht zu lagern oder den einen oder anderen Sirup zu machen? Brauchen wir nochmal ein Ultraschallbad mehr, weil wir noch mehr in die selbstgemachten Getränke reingehen? Das sind aber jetzt so Sachen, die, wie ich, Monat für Monat irgendwo oder Woche für Woche irgendwo entschieden sind. Brauchen wir nochmal Einweggläser, einen neuen Herd vielleicht oder eine neue Spülmaschine? Oder auch neues Geschirr. Also, da wird man dann gespannt sein, wo das Bricks hinführt. Wie sich das, wenn sich im Hintergrund was verändert, wiederum vorne für den Gast auswirkt. Wie sich das bezahlt macht, in Anführungsstrichen. Ja. Auch auf dem Teller am Ende des Tages, weil es neue Möglichkeiten für euch eröffnet. Wir werden gespannt sein, wie es ist. Und das, sobald es uns möglich ist, beobachten, sage ich jetzt mal. Gerne, ja. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast hier in dem Podcast-Interview. Das hat mir viel Freude gemacht, mit dir zu plauschen, und ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen viel Spaß beim Zuhören gebracht. Und ich denke, die nächste Folge, die in 2 Wochen kommt, ist genauso interessant. Und wenn man den Podcast abonniert, dann kommt die Folge sogar ganz automatisch. Vielen Dank, Arne. Vielen, vielen Dank, Kerstin, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Tschüss.